Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass Patrick und ich mit seinem Model 3 und ich mit meinem Model S im Winter eine Vergleichsfahrt gemacht haben auf der Autobahn von Bremen nach Bremerhaven und zurück bei saumäßigem Wetter, Sturm und irgendwie 8 Grad. Und diese Vergleichsfahrt wollten wir eigentlich mal bei schönem Wetter machen. Und heute, wir haben jetzt Juli, jetzt haben wir 21 Grad, es ist mehr oder weniger windstill. Es ist doch recht schönes Wetter, ruhiges Wetter vor allem. Und jetzt wollen wir die Fahrt nochmal wiederholen. Und zwar bei Tempo 130 bis 150 auf der Autobahn, 130 Kilometer, Bremerhaven und zurück. Und dann schauen wir mal, wie die Effizienz unserer beiden Autos im Vergleich aussieht. Im Vergleich auch zum letzten Mal, wo es im Winter war und das Wetter total beschissen. Also es wird spannend, deswegen bleibt dran. Also Patrick und ich sind wieder unterwegs. Er mit seinem Model 3 Long Range und ich mit meinem Model S 75. Beide auf Sommerreifen, beide Klimaanlage auf 21 Grad eingestellt. Wir haben jetzt draußen tatsächlich 22 Grad und es ist sehr ruhiges Wetter. Das heißt, es ist eigentlich Sommer. Wir haben ja auch Juli. Und wir werden jetzt die Strecke Bremen-Bremerhaven fahren zwischen 130 und 550 km/h. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Effizienz unserer beiden Autos am Ende aussieht. Im Vergleich auch zur Winterfahrt, wo das Wetter ja nun wirklich alles andere als besonders gut war. Ihr wisst vielleicht noch, welches Video ich meine. Patrick hat 75% im Akku, ich habe 82% im Akku. Und dann gucken wir mal am Ende, wo wir gelandet sind. Noch ist hier Tempo 120, aber gleich ist freigegeben und dann gehen wir wie beim letzten Mal auf Tempo 150. Ja, heute haben wir wenigstens mal schönes Wetter. Blauer Himmel, 20 Grad hier, kaum Wind. So ist doch mal eine Probefahrt vernünftig. So macht es ja auch viel mehr Spaß als bei Regen. Jetzt bei 50 Kilometer, Patrick. Ich habe jetzt 231 Wattstunden. Und du? Ja, das hat eben ein bisschen reingehauen. Da war es irgendwie Gegenwind. Ich bin bei 217. So, wir sind jetzt gleich wieder in Bremerhaven, 61 Kilometer unterwegs, hier kommt die Abfahrt und hier machen wir wie immer die Wende. So, interessanterweise habe ich jetzt 65,7 Kilometer zurückgelegt, weil normalerweise ist es hier immer nur 64 Kilometer. Keine Ahnung, warum es jetzt mehr ist. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe 65,4 Kilometer zurückgelegt und dabei 204 Wattstunden verbraucht. Ja, 65,7 Kilometer zurückgelegt und 215 Wattstunden verbraucht. Also irgendwie liegen wir ja fast gleich auf. Und weiter geht's. Ja, das ist ein sehr enges Rennen heute. Wir liegen ja irgendwie fast gleich auf. Das wundert mich ziemlich. Aber ich meine, wir fahren gleich wieder zurück und dann nach halber Strecke übernehme ich wieder die Führung. Ja, okay. Sag einfach Bescheid. Jo, mach ich. So, lässt du dich dann gleich wieder zurückfallen, dann übernehme ich jetzt gleich wieder die Führung. Ja, alles klar, wird gemacht. So, mein Tacho zeigt, wir sind genau 100 Kilometer gefahren. Ich habe 222 Wattstunden und noch 47%. Wie sieht es bei dir aus? So, ich bin bei 44% und
Position 211 Wattstunden. Ja, ich hole dich noch ein, du. Anscheinend. So, wir sind bei 120 Kilometer. Wir nähern uns also der Zielgeraden. Ich habe 215 Wattstunden. Ja, ich bin auch bei 120, aber mit 203 Wattstunden. Ja, die 12 Wattstunden, die ich noch vor dir liege, die haben sich leider jetzt nicht mehr reduziert. Schade, ich habe gedacht, ich hole die noch ein. Ah, nicht bei diesen Geschwindigkeiten wahrscheinlich. Du meinst, wenn wir jetzt noch länger 150 gefahren wären, dann hätte ich dich eingeholt. Ja, wahrscheinlich. Also, dann machen wir demnächst eine 1000-Kilometer-Challenge. Oh mein Gott! Ja, die Fahrt ist zu Ende. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, bevor wir jetzt die Auswertung besprechen. Das seht ihr daran, dass wir jetzt umgezogen sind. Wir haben uns jetzt also nicht direkt nach der Fahrt umgezogen, sondern wir sind jetzt tatsächlich 3 Tage später. Ich habe ein paar schöne Grafiken gemacht. Ich blende die euch hier oben ein. Da sieht man eigentlich ziemlich gut, wie die Verbräuche von unseren Autos im Winter versus Sommer liegen. Also interessant ist, dass wir, was die Wattstunden angeht, ne, da bin ich im Winter mit meinem Model S bei 270 Wattstunden gelandet und im Sommer bei 210. Du mit deinem Model 3 bei 252 Wattstunden und im Sommer bei 197 Wattstunden. In Prozent, was den Akkustand angeht, bin ich gelandet im Winter bei 55 Verbrauch, also Prozent des Akkus Verbrauch für die 130 Kilometer. Und du hast 47% verbraucht im Winter. Und im Sommer liegt das bei mir bei 43% und bei dir bei 38%. Kilowattstunden liegen wir doch ziemlich dicht zusammen. Also im Winter lagen wir 2 Kilowattstunden auseinander. Da habe ich nämlich 35 Kilowattstunden gebraucht und du 33. Im Sommer ich 27, ein paar zerquetschte und du 26. Also das ist ziemlich dicht beieinander. Und wenn man mal den Mehrverbrauch sich ausrechnet, den man im Winter so hat, so habe ich mit meinem Model S gegenüber dieser Sommerfahrt vom Wochenende einen Mehrverbrauch von 28,3% und du von 26,9%. Allerdings muss man bedenken, dass beim letzten Mal im Winter das Wetter so total beschissen war. Es war nicht nur kalt, ne? Es war nicht nur kalt, sondern wir hatten ja auch den Mega-Wolkenbruch. Ja. Und das heißt, wenn der nicht gewesen wäre, lägen unsere Mehrverbräuche wahrscheinlich in den 20ern irgendwie, also unter und deutlich unterhalb dieser Werte. Und was mich auch noch interessiert hat, war, wie viel eigentlich mein Model S mehr verbraucht, grundsätzlich mehr verbraucht als dein Model 3. Also das heißt, so ein S75, das ist ja schon ein alter Schlitten, Baujahr 2016, der hat im Winter 7,3% mehr verbraucht als dein Model 3. Und im Sommer habe ich jetzt 6,2% mehr verbraucht als dein Model 3. Das ist nicht viel und wir gleichen uns an, ne? Je wärmer es wird anscheinend. Je wärmer es wird, desto weniger verbrauche ich mehr als du. Das bedeutet, der Luftwiderstand hat schon einen entscheidenden Wert. Also das ist sozusagen auch das, worauf es ankommt. Nur wir hatten ja im Winter höheren Luftwiderstand und auch einen wahnsinnigen Regenwiderstand. Dass das nicht höher ist, das überrascht mich schon, muss ich sagen. Ja, interessanter Test wieder mal. Immer wieder interessant sowas. Aber nicht so viel Unterschied, wie wir uns das gedacht haben. Ich hatte jetzt auch gedacht, dass im Sommer die Unterschiede dann noch gravierender sind vielleicht. Aber irgendwie sind beide Autos doch relativ nah beieinander. Ja, wir haben es ja auch während der Fahrt gemerkt. Da sind ja verschiedene lustige Dinge passiert. Ne? Also, was denn zum Beispiel? Was war lustig? Die Abschnitte, in denen wir schnell gefahren sind und die Abschnitte, in denen wir eher nicht so schnell fahren konnten oder der eine vorne war und der andere vorne war. Stimmt. Da gingen erst die Verbräuche groß auseinander und dann haben sie sich immer mehr angenähert. Also das heißt, je schneller wir gefahren sind, desto mehr haben wir uns eigentlich angenähert. Ne? Genau. Weil da halt auch der Luftwiderstand dann wieder höher wird. Ja, und vielleicht auch, weil dein Wagen noch ein bisschen schwerer ist. Ich bin mir nicht sicher, woran es vielleicht noch liegen kann. Aber Fakt war, die Abschnitte, wo wir tendenziell schneller gefahren sind, da waren die Unterschiede kleiner. Ne? Ja, das stimmt. Gut, aber so ist die Lage gewesen und jetzt haben wir es also gemacht. Wir haben einmal Wintervergleich, wir haben Sommervergleich.
jetzt bleibt schlauer werden wir nicht. Schlauer werden wir nicht mehr. Aber jetzt bleibt noch die 1000 Kilometer Challenge. Die, die hatten wir. Nein. Mal sehen, ob wir die machen. Das, da müssen wir ziemlich gut drauf sein und viel Zeit haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne Kommentare dazu, was ihr davon haltet. Und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Dann also bis dann. Ciao.